Was stand hier heute im Ausschuss eigentlich auf dem Programm? Was war das? Ja, wir haben heute sozusagen die erste kurze Konzeptvorstellung und das Ergebnis der umfangreichen Bürgerbeteiligung, die wir durchgeführt haben, für das Thema Bürgerforum Schleswig im Ausschuss vorgestellt. Standort ist schon sicher, alles andere noch nicht. Der Standort ist sicher. Das ist ein Projekt, das wir im Rahmen der Innenstadtsanierung machen. Also eines von mehreren großen Baustellen, die wir da haben. Wir bauen tatsächlich ein ganz neues Gebäude als sogenannten dritten Ort. Der dritte Ort ist ein Ort neben der Arbeit, neben dem Zuhause. Ein Ort, an dem man gerne geht, wo man sich wohlfühlt, wo man sich trifft, wo man willkommen ist. Wo Alter, Einkommen, Status überhaupt keine Rolle spielen, wo man einfach gerne hingeht. Und wir wollen an diesem Ort verschiedene Angebote miteinander verknüpfen. Zum Teil, also zum einen die Mobilitätszentrale, die schon vor Ort ist, weil der ZOB da ist für das ganze ÖPNV-Angebot. Wir werden unser Bürgerbüro dahinsetzen für alle Fragen, die man im Einwohnermeldeamt so klären kann. Und wir werden unsere neue Bücherei dorthin verlagern, als wirklich zentrale Anlaufstelle mitten in der Innenstadt, mitten am Parkhaus, als ja, neu konzipierten dritten Ort. Und wie gesagt, das Konzept dafür zu entwickeln, ist nicht so ganz trivial. Und die ersten Ideen haben wir heute vorgestellt bekommen. Im März wird das endgültige Konzept vorgestellt. Und dann machen wir einen Wettbewerb für den Bau. Da sind wir gerade drin. Und dann geht es hoffentlich bald los mit dem Bau. Zielsetzung Ende 26, damit fertig zu sein und die Eröffnung zu feiern. Weiß man denn schon, was dieser Spaß uns allen kosten wird? Nein, wir haben im Moment eine wirklich grobe Kostenschätzung, die landet bei 12 Millionen in etwa. Das Ergebnis kann man natürlich erst sagen, wenn die Ausschreibungen gelaufen sind. Das ist wirklich eine grobe Kostenschätzung. Aber wir bekommen auch Fördermittel in Höhe von ungefähr 4 bis 5 Millionen Euro. Wie fällt Ihr Fazit aus, nach dem, was Sie gerade gehört und gesehen haben, präsentiert von Frau Bergmann? Wenn auch nur das, was wir da angedacht haben, annähernd so funktioniert, wie wir uns das jetzt vorstellen, dann wird das super. Thema Special Olympics, Thema Host Town. Ja. Was war das gerade für eine Veranstaltung? Sie sind mit einer Urkunde ausgezeichnet worden. Ja, wir sind von den Veranstaltern der Special Olympics in Berlin mit einer Urkunde ausgezeichnet worden. Die Special Olympics sind, wenn man so will, alle Olympiade. Dieser Name ist ja auch geschützt. Das ist eine der wenigen Veranstaltungen, die sich Olympics nennen dürfen. 7000 jugendliche Athletinnen aus der ganzen Welt mit mehrfachen Behinderungen treffen sich in Deutschland, in Berlin zur Special Olympics. Und es wurden im Vorwege Kommunen gesucht, die eine Delegation aus irgendeiner der teilnehmenden Nationen empfangen würden. Wir haben uns dafür beworben mit einem sehr schönen Video, finde ich, mit Unterstützung unserer Schleswiger Werkstätten. Und wir haben den Zuschlag bekommen. Wir werden im Juni vor den Special Olympics eine Delegation aus Katar empfangen mit 32 Personen, 17 Athletinnen und 15 Betreuerinnen, die wir 4 Tage in Schleswig begleiten. Und dann fahren sie von hier aus zu den Special Olympics. Und dafür haben uns die Veranstalter heute eine Urkunde übergeben, die ich wirklich mit Freude angenommen habe. Wir haben, glaube ich, nicht ohne Grund gewonnen. Wir haben den Zuschlag gerne bekommen und wir freuen uns ungemein, dass wir das machen dürfen. Und es ist die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt. Und wir als Stadt Schleswig sind jetzt Teil davon. Bin ich stolz drauf.